Eine hochkarätige Fachjury, Pressevertreter, viele Gäste und natürlich die Kandidatinnen und Kandidaten trafen in diesem Jahr erstmals im Windham Grand Salzburg aufeinander. Bei der Show mit 4 Präsentationsrunden konnten die Nominierten zeigen, was in ihnen steckt. Also es ist ja wichtig, dass der künftige Mister und die künftige Misses ja auch sich ausdrücken können. Das heißt, wir haben an ihren rhetorischen Fähigkeiten gearbeitet, wir haben gemacht ein Interviewtraining, um einfach diese persönliche Wirkung zu optimieren, die jeder hat in dem Moment, wo er auch Fragen beantwortet. Für Styling- und Visagistenexpertin Claudia Kriechbaumer ist die Wahl in Salzburg etwas ganz Besonderes. Wir haben jetzt nur geschaut, dass wir einer Natürlichkeit nur ein bisschen mehr herausholen, was durch Highlighting und Contouring ganz super funktioniert. Und da Highlighting sowieso momentan so ein absoluter Trend ist, hat es super zusammenpasst. Michelle Oberauer, Miss Salzburg 2016, hat das Jahr als schönste Salzburgerin genossen. Ja, es war ein sehr anstrengendes Jahr, weil wir halt viel lernen dürfen und ich bin sehr froh darum, dass ich da mitgemacht habe und ja, habe mich persönlich sehr weitergebildet und bin da sehr froh drüber, dabei gewesen zu sein. Der neue Mr. Salzburg kommt aus dem Flachgau. Murmer Kormehic ist mit 17 Jahren der jüngste Teilnehmer eines Endcastings. Es ist ein ziemlich unbeschreibliches Gefühl. Ich bin wirklich froh darüber, dass sie die ganze Mühe ausgezahlt hat. Und ich freue mich schon auf eine Zukunft mit der Mr. Salzburg Corporation, mit den ganzen Branchen, die da tätig sind. Für den Mr. Salzburg 2016, Rüdiger Hofer, steht am Ende der Richtige am Podium. Ich freue mich mit dem Murmer natürlich zusammenzuarbeiten und gemeinsam das Jahr noch zu bestreiten und ja, ich hätte es jedem vergönnt. Bei den Damen machte Alexandra Hautaler das Rennen und darf sich nun ein Jahr lang Miss Salzburg nennen. Ich war so nervös, wie ich glaube noch nie in meinem Leben. Ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt um. Ich habe wirklich Angst gehabt, was passiert, wenn ich jetzt umfahre. Es war wirklich arg. Mein Herz hat gerast. Aber ja, es war Erleichterung dann, wo der Name gefallen ist. Die Siegerin hat nicht nur das Online-Voting gewonnen, auch die Expertenjury und das Publikum waren sich einig. Sie hat einfach durch ihre natürliche Ausstrahlung bestochen und man hat gesehen, dass sie Spaß an der Sache hat und ich glaube, das ist das Ausschlaggebende gewesen heute. Und wenn ich das mit unserer Adlermode ein wenig in Verbindung bringe, war sie auch diejenige, die es am besten dort gemacht hat. Neben dem glücklichen Sieger und der Siegerin strahlte eine Dame ganz besonders. Ich bin total glücklich, dass wir so tolle Finalisten haben. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächsten Monate, was da alles auf uns zukommen wird, ist doch einiges. Ja, also es bleibt mir nur zu sagen, herzliche Gratulation an alle Gewinnerinnen und Gewinner. Es war einfach ein toller Abend und ich denke, den Sieg haben die Besten mit nach Hause genommen. I'm in love with the shape of you.